Willkommen zum heutigen Video, das sich mit der quadratischen Gleichung beschäftigen wird. Mit den quadratischen Gleichungen plagen und quälen sich die Schüler schon seit vielen Generationen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Thema meistens wie eine Krankheit durchgemacht wird. Dabei trifft man diese quadratischen Gleichungen und auch andere algebraische Gleichungen fast in jedem Berufszweig, von der Praxis des Handwerkers über den Elektrotechniker, der Techniker und auch der Physiker muss sich damit herumschlagen. Und da wäre es ja also schade, wenn man gleich am Anfang sich mit dieser Materie auf den Kriegsfuß stellen würde. Und daher habe ich mir gedacht, suche ich mir ein Beispiel aus, ein Urbeispiel, anhand dessen man erkennt, wie man eine quadratische Gleichung aufstellt. Und in einem weiteren Video schauen wir uns dann an, wie die quadratische Gleichung auch gelöst wird. Nehmen wir einmal den Namen quadratische Gleichung ernst. Und dann sehen wir, dass das Quadrat, das da auftritt im Namen, wahrscheinlich irgendetwas mit einer Fläche zu tun haben wird. Und tatsächlich ist dieses Urbeispiel ein Beispiel aus der Geometrie. Schauen wir uns einmal dieses Beispiel genauer an. Nehmen wir einmal an, jemand hat ein Grundstück gekauft und dieses Grundstück soll so wie auf dieser Tafel rechteckig sein. Das weiß der Besitzer, der Glückliche. Er weiß dann auch, wie groß der Flächeninhalt F dieses rechteckigen Grundstücks ist und er weiß auch, wie lang der Zaun ist, der dieses Grundstück umgibt. Also diese drei Tatsachen, Rechteck, Flächeninhalt und Länge des Zaunes sind bekannt. Was der Besitzer jetzt allerdings nicht weiß, ist, wie groß die Länge des Grundstücks ist, bezeichnen wir sie mit x, und wie groß die Breite y des Grundstücks ist. Und auf der nächsten Tafel werden wir aufgrund dieser geometrischen Tatsachen versuchen, eine Gleichung aufzustellen, deren Lösung x und y, also die unbekannten Längen des Grundstücks, sind. Um nun eine quadratische Gleichung zu finden für dieses Problem, beginnen wir mal mit der Fläche. Denn die Fläche ist ja das Wichtigste, was einen Grundstücksbesitzer interessiert. Die Fläche von diesem Grundstück F ist natürlich nichts anderes als das Produkt von der Länge mal der Breite. Also haben wir x mal y. Das wäre unsere erste Gleichung. Die zweite Gleichung gewinnen wir aus der Angabe über die Länge des Zauns. Also die Länge des Zauns ist natürlich 2 mal x plus 2 mal y. Oder wenn wir das jetzt umformen, wir ziehen hier den Zweier raus und haben dann 2 mal x plus y. Dann können wir das Ganze durch 2 dividieren und dann haben wir L halbe ist gleich x plus y. Und das nennen wir die Gleichung 2. Da streichen wir mal das Wichtige. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass ich diese erste Gleichung mir anschaue und einen Ausdruck für y gewinne. Also schauen wir uns das noch einmal an. Also erstens Doppelpunkt, wir haben also f ist gleich x mal y. Jetzt dividieren wir diese Gleichung durch x und haben hier auf der linken Seite f durch x und auf der rechten bleibt natürlich nur noch das y stehen. Das wäre also die Folgerung daraus. Und dann schauen wir uns die Gleichung 2 an. Das ist natürlich immer noch L halbe ist gleich x plus y. Und jetzt können wir natürlich aus dieser Gleichung das y da reinfüttern. Also haben wir hier das x und statt dem y schreiben wir also diesen Ausdruck auf der linken Seite hin. F durch x. Das heißt also, aus dem Ganzen wird jetzt L halbe hier und auf der rechten Seite steht x plus f durch x. Das wäre vorerst einmal die Form, die wir gewinnen, wenn wir die erste Gleichung verwenden, um in der zweiten Gleichung das y zu eliminieren. So, was können wir da noch machen? Da machen wir Folgendes, wir multiplizieren mit x. Dann haben wir natürlich auf der linken Seite L halbe mal x. Auf der rechten Seite haben wir, schreiben wir noch einmal die Klammer hin, x plus
f durch x mal x. Wenn wir diese Klammer ausmultiplizieren, steht da natürlich x mal x, das wäre x². Und hier haben wir f durch x mal x ergibt natürlich, schreiben wir es aus, x mal f durch x, das heißt, das kürzt sich. Und wir haben eine Gleichung, die folgendermaßen ausschaut, das ist L halbe mal x ist gleich x² plus f. Und hier, das erkennt man jetzt bereits, haben wir das, was aus einer Gleichung eine quadratische Gleichung macht, nämlich die Unbekannte, ist zur zweiten Potenz erhoben. Ja, auf der nächsten Tafel werden wir die Sachen nochmal zusammenfassen und dann eben weiter besprechen. Ja, wunderbar, jetzt haben wir also die ganze Sache zusammengefasst. Wir haben die beiden Bedingungen, die erste für die Fläche, die zweite für die Länge des Zaunes bzw. des Umfanges. Und daraus haben wir diese Gleichung gewonnen, die im Wesentlichen eine quadratische ist. Wir brauchen die jetzt nur noch auf eine Standardform bringen. Und zwar werden wir hier dieses L halbe x auf die andere Seite bringen. Das heißt, wir haben, schreiben wir es einfach noch einmal an, L halbe x ist gleich x² plus f. Und dann werden wir einfach minus L halbe x auf beiden Seiten dazu zählen. Dann haben wir da natürlich ein 0. Und da haben wir x², nehmen wir das L halbe x zuerst und dann zum Schluss das f. Sowas schreibt natürlich etwas anders hin. Und zwar fangen wir mit dem x² an. Dann haben wir L halbe x plus f ist gleich 0. Und so soll ja eine quadratische Gleichung immer notiert werden. Wir haben also das x zuerst einmal quadratisch, dann taucht das x in der ersten Potenz auf und zum Schluss haben wir nur noch eine Konstante. Gut. Jetzt könnte man sich fragen, ja, was wäre passiert, wenn ich statt dem y das x ausgedrückt hätte. Das können wir jetzt einmal ganz schnell durchspielen. Also wir hätten dann aus dieser Gleichung erhalten, x ist gleich f durch y. Das wäre also aus dem entstanden. Und dann hätte ich in der zweiten Gleichung L halbe ist gleich x plus y dieses x ersetzt. Und dann wäre da gestanden f durch y plus y. Das heißt also, wir hätten dann, ich schreibe hier weiter, L halbe ist gleich, machen wir das y zuerst, plus f durch y. Und dann hätten wir genau wie oben hier statt mit dem x mit dem y multipliziert. Und wir hätten hier L halbe y ist gleich y² plus f. Und wenn wir das auf die Normalform bringen, steht y² minus L halbe y plus f gleich 0. Und oh Wunder, beide Gleichungen schauen gleich aus. Wir haben ja nichts anderes getan, als das x durch das y vertauscht. Und dann kann man natürlich hergehen und sagen, naja, da die Gleichung an sich für x und y dieselbe ist, nehmen wir statt x und y irgendeine Zahl, nennen wir die Zahl einfach z, z wie Zahl, und schreiben die Gleichung in der ganz allgemeinen Form so hin. Und jetzt ist die Frage, wenn ich diese Gleichung löse für z, kommen dann tatsächlich zwei verschiedene Werte heraus? Ist das so? Denn es muss an und für sich so sein, denn die Länge und die Breite müssen ja nicht die gleiche sein. Das bedeutet also, die Frage ist, gibt es zwei Lösungen für z, nämlich einmal x und das andere mal y. Und ob das tatsächlich so ist, das sieht man jetzt in dem nächsten Video, das ich hier oben verlinke. Ja, das wäre also das erste Video in einer Serie von Videos über die quadratische Gleichung. Das nächste Video wird sich mit der Lösung der quadratischen Gleichung beschäftigen und wir werden dann eben sehen, dass tatsächlich zwei Lösungen für dieses Problem möglich sind, allerdings nicht für jeden Fall. Das wird also spannend werden. Ja, und hoffentlich war auch dieses Video spannend genug und hat einige Unklarheiten für den einen oder anderen beseitigt. Wenn das so ist, dann bitte liken und abonnieren. Tschüss, danke, ciao.